Supermarkt Samstag und bei mir steht Gartenarbeit an. Welches Bier mir den Durst danach erlöschen muss, das Geheimnis, das lüften wir gleich. Schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einer neuen Bierverkostung hier auf dem Kanal an einem Supermarkt Samstag. Und das ist der Tag der Woche, wo es darum geht, dass Biere auf den Kanal kommen, die aus einem Supermarktregal irgendwo auf diesem Planeten gekommen sind. Und dieses Bier, das ist aus München gekommen. Und ich war ja letztes Wochenende kurz auf einem Trip in München und bin natürlich auch im Dienste des Supermarkt Samstags in einen Supermarkt gegangen. Und da ist mir das Weinstephaner Original Helle begegnet. Ich war eigentlich auf der Suche nach dem neuen Hellen, aber das habe ich auch noch nicht auf dem Kanal gehabt und habe mir gedacht, okay, dann nehme ich halt das mit und würde es euch heute gerne vorstellen. Es hat 5,1 Volumenprozent Alkohol, 11,6 Grad Plato und 21 Bittereinheiten und würde sagen, ist damit eigentlich super in der Range für ein klassisches Helles. Ist natürlich mehrfach ausgezeichnet, Gold bei den World Beer Awards, sogar bis Australien beim Australian Beer Awards hat es abgeräumt. Also ich glaube, wir können uns heute auf ein schönes, klares Helles freuen. Es hat auch eine natürlich blaue, umrandete Bottle Cap, wie auch hier das ganze Studio ja schon in blau gehüllt ist. Zu Ehren einer bayerischen Brauerei natürlich. Staatsbrauerei Weinstephan, braucht man nicht viel drüber zu verlieren. Im Besitz meines Wissens des Finanzministeriums in Bayern oder des Bildungsministeriums. Eins von beiden war es. Aber in jedem Fall in Staatsbesitz. Und wird immer als älteste Brauerei der Welt propagiert. Es gibt allerdings Stimmen, die sagen, das stimmt nicht so ganz. Da gibt es sicher noch ältere und legen dann auch Belege vor. Ich will mich in diese Diskussion nicht einmischen, weil ich es einfach auch nicht weiß. Aber ist jedenfalls eine sehr, sehr alte Brauerei. Da können wir uns mal drauf einigen. Und das Bier kommt natürlich auch in einen Willibecher. Das natürliche Habitat, glaube ich, eines Hellen. Und macht sich da auch, glaube ich, figürlich schon mal sehr, sehr schön. Wir haben eine herrlich klare, goldene Farbe, so wie sie es gehört. Einen intensiven weißen Schaum obendrauf, schöne Kohlensäure, kein bisschen Trübung drin. Also wenn ich ein Helles hätte beschreiben müssen, ich hätte es genau so beschrieben. Ich will jetzt nicht von Aromabombe reden, aber hallo. Also für ein Helles tut sich da aber schon einiges. Schöner, kräutriger Hopfen. Und was aber viel intensiver ist, ist so eine süßliche Malznote, die in so eine Honigrichtung geht. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so erwartet. Finde ich aber auch alles andere als unangenehm. Ja, dann würde ich sagen, sehr zum Wohl. Cheers. Wow. Oh. Schon, wenn der erste Tropfen Bier dir auf die Zunge kommt und du hast das Gefühl, boah, da bläst dich jetzt immer gerade so das Malz um. Und da ist auch wieder dieses schöne, honig-süßliche, malzige, was wir eben in der Nase gehabt haben. Das kommt richtig schön an den Start. Sehr, sehr sanft im Mund. Also dieser Honig, der umspielt die Zunge und den Gaumen natürlich auch ein bisschen. Es kommt so ein bisschen so eine brotige Note auch dazu. Also es passiert sehr, sehr viel im Bereich des Malzigen, bevor dann irgendwann so ping, der kräuterige Hopfen von hinten reinkickt und sagt, hey, hallo, servus, ich bin auch da. 21 Bittereinheiten würde ich an dieser Stelle unterschreiben. Ist genau in dem Bereich, wie es auch schmeckt. Ich glaube, das Geheimnis von diesem Bier ist so eine leichte, dezente Würzigkeit noch im Hintergrund, gepaart mit dieser sehr moderaten Bittere und dieser dezenten Süße, die auch ein bisschen über Honig kommt und einfach ein unfassbar weiches Mundgefühl. Man würde fast sagen, wenn es jetzt hier irgendwo um IPAs oder andere, also mal obergärige Biere geht, da ist sicher Hopfen, Hafer bzw. Weizenmalz drin. Und Hopfen ist da definitiv drin, aber natürlich hier in einem Hellen nicht. Und es fühlt sich aber irrsinnig weich einfach an. Und das, finde ich, mag natürlich auch im Wasser liegen, was man hier verwendet hat. Aber das Mundgefühl ist einfach schon ein sehr besonderes. Und ihr seht mich gerade begeistert bei einem Hellen, haben wir aber auch selten.
Der Körper ist, ja, ich hätte jetzt mal gesagt, oh. Nee, das ist noch schlank. Also das ist noch schön schlank, aber diese Samtigkeit, diese Weichheit mit dieser glatten Textur, die lassen auch den Körper ein bisschen voller erscheinen. Es hat eine tolle, leichte, spritzige Kohlensäure, nicht zu intensiv, dass man es dann eben auch mit entsprechend geringem Trinkwiderstand genießen kann oder halt auch mal schütten kann, wenn es sein muss. Das würde ich sagen, funktioniert bei diesem Bier definitiv auch. Und hinten im Nachtrunk, es geht eigentlich so weiter wie bisher. Das Einzige, was ich so ein bisschen im Gefühl habe, es kommt eine deutlichere Würzigkeit durch. Aber es bleibt super malzig, super weich und ja, das Original Helle aus der Staatsbrauerei Weinstephan zu Freising von ProbierTV gibt es dafür 4 von 5 möglichen Punkten für das Original Helle aus der Brauerei Weinstephan. Und irgendwann werde ich es auch schaffen, das neue Helle mal hier auf den Kanal zu bringen. Muss mal gucken, dass ich das beim nächsten Mal irgendwo bekomme. Dafür jedenfalls 4 Punkte. Und wie viele Punkte ihr vielleicht für dieses Video gebt, das müsst ihr selber entscheiden. Oder vielleicht für dieses. In jedem Fall solltet ihr da ein Abo geben. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss, Baba. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.